Schönen guten Tag miteinander. Ich hoffe, dass die anderen beiden auch da sind. Die beiden, die ich jetzt begrüße für dieses Forum hier, nämlich Wolfgang Kalek aus Berlin und Rodrigo Mundaca aus Valparaiso. Wolfgang ist der Begründer des European Center for Constitutional and Human Rights und lange dessen Generalsekretär und Legal Director. Im Augenblick erscheint von ihm ein Buch, Konkrete Utopie des Menschenrechts, der Menschenrechte, das direkt mit unserem Forum zu tun hat. Rodrigo Mundaca aus Valparaiso ist der nationale Sprecher der Bewegung zur Verteidigung des Zugangs zu Wasser, der Erde und des Umweltschutzes. Er engagiert sich im Moment im verfassungsgebenden Prozess in Chile und kandidiert auch zu Wahlen. Mein Name ist Thomas Seibert, ich arbeite für Medico International und bin aus Frankfurt. Technische Ansagen vorweg. Wir haben auch hier die Chat-Funktion, die ist auch wichtig, weil jeder hier, der will, versuchen kann, im Chat zur Geltung zu kommen. Und wir haben eine Übersetzungsfunktion, seht ihr unten an dem, Planetensymbol. Eine Besonderheit noch, weil wir jetzt schon so viel gesprochen haben hier, das ist auch unvermeidlich, wir werden nach den drei Präsentationen hier sofort in den Chat gehen. Das heißt, Anita, die Co-Moderatorin, bitte, sobald wir drei hier fertig sind, können die ersten Fragen aus dem Chat kommen. Unsere Antworten werden dann auch unsere Schlussworte sein. Dieses Forum hier schließt unmittelbar an das vorangehende Forum an und es schließt an das Problem an, das im vorangehenden Forum Thema war. Das Problem nämlich der Revolution und des Umstandes, dass die Revolution ihrerseits wieder in Phasen der Krise gerät. Said al-Battal hat vollkommen zu Recht gesagt, das Ende der Revolution, wann das tatsächlich gekommen ist, das entscheiden die Revolutionäre und das hängt auch an den Revolutionären. Deswegen sage ich auch, die Krise ist nicht eine Frage des Endes, wohl aber eine Frage der Unterbrechung des revolutionären Prozesses und ihrer Abbrüche. Und die erleben wir tatsächlich immer wieder. Das ist das Problem, das wir hier näher diskutieren wollen. Das machen wir über zwei Begriffe, die im Titel des Forums sind. Menschenrechtsrevolution und eine Programmatik heißt es. Der Begriff Revolution des Menschenrechts stammt aus der jüngeren kritischen Theorie. Er wird seit längerem schon programmatisch auch von Medico verwendet. Dieser Begriff antwortet auf die beiden wichtigsten Fragen, die sich in Sachen Revolution stellen. Die Frage nämlich nach ihrer Dauer und die Frage nach ihren Subjekten. Über die Dauer einer Revolution waren sich viele Revolutionärinnen eigentlich immer einig. Sie dauert viel länger als der Moment, auf den man sie oft reduziert. Viel länger also beispielsweise als der Sturm auf das Winterpalais oder uns näher die freie Versammlung auf dem Tahrirplatz in Kairo. Eine wirkliche Revolution, das war und ist breit Konsens, muss eine permanente, eine auf Dauer gestellte Revolution sein. Das Problem mit dieser Bestimmung ist, dass die permanente Revolution, das war vorher schon Thema, permanent von Abbrüchen und Unterbrechungen heimgesucht wird. Eben deshalb verfallen ja so viele Leute auf den Irrtum, sie auf den Sturm aufs Winterpalais zu reduzieren. Die permanente Revolution Menschenrechtsrevolution zu nennen, heißt zu sagen, dass die permanente Revolution, in der wir stehen, noch immer, mit der Erklärung der Rechte und der Menschen und Bürger 1789, also in der Französischen Revolution, zuerst öffentlich erklärt wurde und zwei Jahre später bereits in der Haitianischen Revolution auf ihre praktische Globalisierung erprobt wurde. Sie heißt Menschenrechtsrevolution, weil sie ihre in einigen wenigen großen Ereignissen verdichtete Zwischenergebnisse in den Menschenrechten jeweils schriftlich, juristisch und vor allem politisch ausgesprochen und niedergeschrieben hat. Sichtbar wird das an den unterschiedlichen Menschenrechten, die wir uns historisch zugesprochen haben. So verdanken sich die politischen Menschenrechte in ihrer ersten öffentlichen Erklärung der amerikanischen, der französischen und der haitianischen Revolution. Die Erklärung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Menschenrechte wiederum wäre ohne die Oktoberrevolution so nicht zustande gekommen. Die sogenannten kollektiven Menschenrechte schließlich verdanken sich wesentlich den vielen antikolonialen Revolutionen des globalen Südens. Ihr außerordentlicher prekärer Status belegt, dass diese Epoche der permanenten Revolution noch nicht abgeschlossen, sondern nur unterbrochen ist. Aktuell gibt es unter den vielen fortdauernden Kämpfen besondere Kämpfe, die ebenfalls direkt um das Menschenrecht geführt werden, diesmal allerdings weniger um eine neue Sorte von Menschenrechten, als vielmehr um ihre Geltung auch und besonders in den Herstellungs- und Lieferketten des globalen Kapitalismus. Medico nimmt programmatisch an diesen wie an vielen anderen Menschenrechtskämpfen teil. Die Menschenrechte unterscheiden sich untereinander aber nicht nur in ihrem Charakter als erstens politische, zweitens wirtschaftliche, soziale und kulturelle und drittens als kollektive Menschenrechte. Sie unterscheiden sich auch danach, ob sie im Singular oder im Plural ausgesprochen werden. Dabei stellt der Singular das Menschenrecht, der bekanntlich von der Internationalen erkämpft werden soll, die revolutionsgeschichtliche Bestimmung des Begriffs der Menschenwürde dar. Dieser Begriff wurde und wird in ganz unterschiedlicher Weise in ausnahmslos allen Gesellschaften und Kulturen verwendet und hat dort historisch stets eine besondere inhaltliche Fassung erhalten. Als Beispiel mag genügen, dass der Begriff der Menschenwürde im christlichen Kontext auf die Gotteskindschaft der Menschen gegründet wurde. Kinder Gottes zu sein, war christlich gesehen der Grund dafür, dass uns als Menschen eine besondere, einzigartige Würde zukommt. Der moderne, revolutionsgeschichtliche Begriff des Menschenrechts kennt keine solche eine inhaltliche Fassung mehr. Er gründet stattdessen allein auf die allen Menschen formal, also nach der Form ihrer individuellen und sozialen Existenz, zugeschriebenen Fähigkeit, den Inhalt ihres Existierens der Möglichkeit nach frei zu wählen, die jeweils eigene Existenzweise in ihrem Mitsein mit anderen inhaltlich auf eigene Verantwortung selbst zu bestimmen. Im singularen Menschenrecht, das Menschenrecht, wird diese uns allen gegebene Möglichkeit der Selbstbestimmung zur Programmatik, deswegen heißt das Forum so, wörtlich also zu einer öffentlichen und darin juristisch und politisch für uns alle verbindlichen Erklärung. Das Wort Programmatik leitet sich aus dem griechischen Programma ab und meint eben dies, eine bindende öffentliche Erklärung. Mit seiner öffentlichen Erklärung differenziert sich das singulare Menschenrecht auf Selbstbestimmung sofort in die Vielzahl, in den Plural der Menschenrechte aus, die noch heute und für die ganze Dauer der permanenten Menschenrechtsrevolution offene Liste der vielen Menschenrechte gibt dann programmatisch, das heißt in bindender öffentlicher Erklärung an, was politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell und kollektiv gegeben und uns allen garantiert sein muss, damit wir unser Menschenrecht im Singular, das Recht auf freie Selbstbestimmung der eigenen Existenz im Mitsein mit anderen, individuell wie sozial, auch wahrnehmen können. Der Paragraph 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bringt den Singular des Menschenrechts und den Plural der Menschenrechte zusammen, indem er festhält, ich zitiere, jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Verwirklicht sind heute weder das Menschenrecht im Singular, noch die vielen Menschenrechte, noch die internationale und soziale Ordnung, in der sie voll verwirklicht sein werden. Deshalb ist die Menschenrechtsrevolution eine permanente Revolution
und ihr Subjekt sind alle Einzelnen, in ihrem Singular wie in ihrem Plural, die für die volle Verwirklichung der Menschenrechte kämpfen. Wolfgang Kaleck und Rodrigo Mundaca, zwei Menschenrechtsaktivisten und so verstanden Menschenrechtsrevolutionäre, werden jetzt darlegen, wie dieser revolutionäre Kampf heute geführt werden kann und geführt werden muss, und zwar unter besonderem Blick auf die Zeiten der Unterbrechung des revolutionären Kampfes. Sie werden das tun aus der Perspektive von Bewegungen wie etwa der chilenischen Massenbewegung der letzten Jahre, aber auch aus der Perspektive der Einzelnen, die sich selbst ausdrücklich als Menschenrechtsaktivistinnen oder als Menschenrechtsrevolutionäre verstehen. Und ich würde jetzt, da ich fertig bin, das Wort direkt an Rodrigo weitergeben. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich habe 15 Minuten, wenn ich richtig verstanden habe, und werde versuchen, mich auch daran zu halten. Das ist ja auch Ihre Zeit. Ich möchte über das historische Gedächtnis sprechen, von den Revolutionären, die in den 70er und 80er Jahren eine neue Lösung in Chile gesucht haben und die auch Gewalt anwenden mussten, materielle Gewalt, um sich der Diktatur entgegenzustellen. Ich möchte meine Worte vor dem Hintergrund der Geschichte, und die Geschichte ist ja essentiell, um die Gegenwart zu analysieren und die Zukunft vorauszusehen, diese Geschichte, die dialektisch ist, die Dialektik beschreibt, wie sich die Gesellschaft, die Natur und die Gedanken entwickeln. Und auf dieser Grundlage möchte ich meine Worte den vielen Toten widmen, die durch diesen öffentlichen Aufstand in Chile umgebracht wurden, und die 400 Verstümmelten, die entweder von der Polizei angegriffen wurden, auch 400.000 Verletzte, mehrere Tausend Festgenommene und viele öffentliche Bewegungen, die immer von der Polizei verfolgt wurden. Und gerade die sozioökologische Entwicklung und Bewegung in Chile versuchte, den Ungerechtigkeiten Einhalt zu gebieten. Denn wir möchten unterschreiben, dass einfache Elemente wie Wasser und Natur allen zur Verfügung stehen sollten. In den 70er Jahren und weitgehend auch in den 80er Jahren haben 18 lateinamerikanische Staaten eine Diktatur erlebt. Und Chile war hier keine Ausnahme. Und die ersten 7 Jahre der Diktatur wurde von Pinochet mit harter Hand geführt. Vor allem von 73 bis 80 wurden Menschen brutal verfolgt. Alle sozialen Einrichtungen wurden zerstört. Keine andere Ideologie wurde toleriert. Und ab den 80er Jahren wurden dann die furchtbarsten Gräueltaten seitens der Diktatur durchgeführt. Und ab den 80er Jahren und aufgrund der politischen Bewegungen kam es dann zu diesem Ausbeutungsmodell, das es uns seitdem eigentlich kaum verlassen hat. Also wir sprechen seit 40 Jahren Geschichte nun in Chile der Ausbeutung. Begann also in den 80er Jahren, und das war der Beginn des Neoliberalismus in Lateinamerika. Man sagt ja, dass Chile die Wiege des Neoliberalismus war. Wir waren der beste Schüler. Hier in unserem Land wurde der Kapitalismus auf die Spitze getrieben mit allen seinen Auswüchsen. Und in die Verfassung der 80er Jahre, in dieser Verfassung wurde der Staat als ein subsidiärer Staat beschrieben. Also ein Staat,
der in den Aktivitäten und Märkten eingreifen konnte, wo Private zugange waren, also Privatleute zugange waren. Eine Verfassung, die über die Freiheit der Wahl uns zusprach, freie Wahl der Bildung zum Beispiel, die freie Wahl zwischen privaten und öffentlichen Dienstleistern, Gesundheitsdienstleistern zum Beispiel auch auszuwählen. Diese Verfassung, die wir nun 40 Jahren haben, hat auch festgelegt, wie Wasser zum Beispiel in Chile verteilt wird und den Menschen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt also, die Verfassung der 80er Jahre hat eben mehr oder weniger auch diese Wasserverteilung privatisiert. Und diese Verfassung, die in Zeiten der Diktatur entwickelt wurde und seitdem unser Land fest in Bann hält, stellt ja auch die Säulen der Ausbeutung unseres Landes dar. Die Säulen der Ungleichheiten, die Säulen der Ausgrenzung. 1990 wurde der Diktatur ein Ende gesetzt, aber das war keine Revolution, es war ein verhandeltes Ende der Diktatur, aber der Diktator war immer noch Herr der Armee, bestimmte Senatoren wurden immer noch mit dem ausgewählt, persönlich gewählt sozusagen, also nicht durch eine öffentliche Wahl. Und in den 90er Jahren haben dann die sogenannten professionellen Politiker der Gesellschaft gesagt, dass alles besser wird, dass sie sich um das Land kümmern werden. Und ab der 90er Jahre, wie David Harviss, ein britischer Geograf, sagte, er spricht von der Akkumulation durch Entrechtung. Also das begann dann in unserem Land auf brutale Art und Weise. Eine Akkumulation der Entrechtung auf sozialer Ebene, auf Bildungsebene, im Gesundheitsbereich, im Wohnungsbereich, in der Nahrungsmittelverteilung. Und das war ein Modell, das auch auf so wichtige Elemente wie Land und Wasser übertragen wurde. Und es wurde jedes Jahr weiter verstärkt. Und die Politiker haben Versprechungen gegeben, die nie eingehalten wurden und die Menschen entrechtet haben, ihnen alle Rechte auf Bildung, auf Zugang zu Wasser, auf Renten. Zum Beispiel die meisten Renten in Chile sind privatisiert. Und es gibt private Pensionsfonds, die nichts anderes machen, als sich an dem Mehrwert, den die Arbeiter schöpfen, zu bereichern. Und somit werden das, was die Arbeiter gespart haben, auf dem Kapitalmarkt investiert, mit großen Gewinnen für diesen privaten Pensionsfonds. Die meisten Arbeiter in Chile müssen von Renten leben, die unter der Armutsgrenze sind, die sich die grundlegendsten Dienstleistungen gar nicht mehr leisten können mit diesen Renten. Ab den 90er Jahre, also ab dem 26. Mai, ab 86 sogar schon, als die Diktatur langsam verschwand, kam es dann zu einem binominalen Wahlsystem, das es seit den 90er bis zum 2017 bei uns gab. Und es war ein System, das auf dem Konsens beruhte. Es wurde immer verhandelt zwischen der Regierung und der Opposition. Und die Minderheitsgruppen hatten null Chancen, irgendetwas an diesem System zu verändern. Es war ein System zweier großer Blöcke, die sich Macht aufgeteilt haben, also von 1990 bis heute, stellen wir fest, dass die Regierung immer in Händen zwei großer Koalitionen war. Die haben alles abgesprochen. Es gab dann immer eine Mehrheit auf der einen Seite oder auf der anderen. Aber man kann sagen, seit den 90er Jahren haben wir eine sozialdemokratische Regierung gehabt mit dem Präsident Edwin. Dann da wurde über die Modernisierung des Staates gesprochen. Dann kam der nächste Regierungschef, dann kam Bachelet, dann kam Piñera, die immer wieder neue Versprechungen ausgesprochen haben. Nochmal Bachelet und zu guter Letzt
die Regierung, die jetzt von Piñera angeführt wird. Das heißt, seit den 90er Jahren, auf der Grundlage unseres Wahlrechts, was die Minderheiten nicht repräsentiert, das einfach auf einer ganz festgesetzten politischen Klasse basiert, haben uns Regierungen regiert, die dieses Modell der Akkumulation noch weiter verstärkt haben, wie ich bereits beschrieben habe. Seit 1990 gab es immer wieder Versuche einer sozialen Bewegung, die immer wieder zurückgestoßen wurden. Und das war wie ein Gaskocher, der kurz vorm Explodieren war jederzeit. Entschuldigung, hat jemand was gesagt? Also, wie gesagt, seit den 90er Jahren hat das Land sich stark verändert. Es war wie ein Schnellkochtopf, ein Druckkochtopf sozusagen. Es gab immer mehr soziale Bewegungen. Es wurde gerade diese privaten Pensionsfonds angeprangert. Menschen haben immer mehr ihre Rechte eingefordert nach Bildung und nach Gesundheit. Einfach auch die natürlichen Ressourcen wieder zur Verfügung zu haben, vor allem das Wasser und das Land. Und dieser Druckkochtopf, dieser Schnellkochtopf sozusagen, der lange bestand, weil immer wieder Versprechungen nicht eingehalten wurden seitens der unterschiedlichen Parteien an der Regierung. Das alles kam zu einem Ende am 18. Oktober 2019. Am 18. Oktober 2019, das war eigentlich ein ganz normaler Tag. Ganz normaler Tag. Aber am 18. Oktober 2019 wurde der Beginn der einer Bewegung, einer massiven Bewegung der Bevölkerung gezeitigt. Eine Bewegung, die wir nie erlebt haben in Chile davor. Und das wurde ausgelöst, weil die Metro-Fahrscheine verteuert wurden, also die Fahrscheine für die U-Bahn. Damit wurde alles ausgelöst. Aber es war nicht unbedingt eine spontane Bewegung, wie viele es beschrieben haben. Es wird hier immer gesagt, es unter dem Motto, es sind jetzt nicht nur 30 Pesos gewesen, sondern wir rebellieren gegen 30 Jahre Ungerechtigkeit, 30 Jahre von Neoliberalismus, Entrechtung, 30 Jahre der Gegenüberstellung von Elite und dem einfachen Volk. Und die Politiker sagen, dass sie das nicht haben kommen sehen. Sie haben sich nicht gedacht, dass so eine Revolte entstehen könnte. Und die Regierung Piñeras hat sogar über ausländische Interventionen gesprochen. Man hat auch über die Externalitäten gesprochen durch die Modernisierung des Kapitalismus. Andere sprachen über die Wut der Bevölkerung. Und wurde damit erklärt, dass das mit der Generation zusammenhängt. Einige haben diese populäre Revolte sogar auf verbrecherische Gruppen herunterreduziert. Aber wir, die Analysten der populären Bewegungen, haben gesagt, dass es einfach eine Ansammlung der Unzufriedenheit war. Nämlich seit Jahrzehnten leben wir unter der Ägide eines politischen, finanziellen, ökonomischen, kulturellen Systems, das nicht auf die Bevölkerung hört. Wie gesagt, ein schlechtes Rentensystem, ein fatales Gesundheitssystem, kein Zugang zu guter öffentlicher Bildung. Die Familien müssen wahnsinnig viel Geld sparen, um ihre Kinder auf Universitäten zu schicken. Also im Grunde alle Gründe, die von der Regierung Piñeras genannt wurden, um diese populäre Revolte zu erklären,
waren weit hergeholt. Ja, man sprach über die Externalitäten des modernen kapitalistischen Systems, man sprach über die ausländischen Interventionen, aber das stimmt nicht so, denn diese populäre Revolte ist einfach nur der Beweis, dass eine Gesellschaft nicht mehr wollte, dass sie sagten, basta, es reicht jetzt. Denn ein System, das auf der Diktatur basierte, nicht verändert wurde seit der Diktatur und auch festgehalten wurde seitens der politischen Kaste und den wichtigsten politischen Vertretern. Und diese populäre Revolte hat dem allen ein Ende gesetzt und hat gezeigt, dass wenn wir jetzt nicht handeln, die Reichen immer reicher werden und die arbeitende Bevölkerung, die einfache Bevölkerung auf der Strecke bleibt. Und ich denke, dass populäre Revolten, und ich spreche nun nicht von einer sozialen Aufruhr, sondern diese populäre Revolte ist ja systemisch. Eine soziale Aufruhr, wenn Analysten über soziale Aufruhren sprechen, dann sprechen Sie von einem spontanen Phänomen. Und was in Chile passiert ist, war nicht spontan. Ganz im Gegenteil. Diese populäre Revolte war ein Prozess des Druckes. Es hatten sich zu viele Dinge angestaut. Es war ein holistischer Prozess, ein Prozess der Akkumulation. Wie gesagt, weil wir zu lange ein Modell hatten, das seit der Diktatur bestand, nicht verändert wurde. Und wie gesagt, es gab viele Diktaturen in Lateinamerika, aber nach vielen Diktaturen in Lateinamerika wurde die Verfassung auch verändert. Bei uns nicht. Bei uns ist immer noch die gleiche Verfassung im Spiel. Was passierte dann, ab dieser populären Revolte? Es gibt einige wichtige Daten, die wirklich symbolisch sind und unterzeichnet werden müssen. Am 25. Oktober 2019 im Rahmen dieser populären Revolte kam es zur größten Demonstration im Land. In Santiago de Chile, in der Hauptstadt, sind mehr als 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Aber das war überall im Lande so. Insgesamt 4 Millionen Menschen haben sich mobilisiert. Am 12. November 2019 gab es zu einem nationalen Stillstand. Es war ein nationaler Streik, der von 90% der Mitarbeiter im produktiven System unterstützt wurde. Und ich möchte einen besonderen Merkmal hervorheben dieser populären Revolte. Es gab keine Anführer. Das war wirklich eine bunte Mischung. Es waren die Arbeiter aus dem ländlichen Bereich, aus den Städten. Es waren viele Frauen, und die Frauen haben eine ganz besondere Rolle in dieser populären Revolte gespielt. Also es wurde auch keine Parteiflaggen hochgehalten. Es gab ja auch wirklich eine politische Verdrossenheit, und die Menschen haben die politische Kaste zurückgewiesen. Und deswegen, am 12. November 2019 gab es dann zu diesem großen Streik, also einen Riesenstillstand. Und ab dann hat die politische Kaste eine Vereinbarung für den Frieden schließen wollen mit der Regierung Piñeras und hat einen Kalender vorgelegt. Am 25. Oktober 2020 kam es zu einem Plebiszit, und dort sollte sich die Bevölkerung Chiles zu einer neuen Verfassung aussprechen und wie diese neue Verfassung entstehen sollte. Am 15. November 2019, da waren sicher, ich denke, viele Chilenen hören mir jetzt auch gerade zu, diese Vereinbarung, diese konstitutionelle Vereinbarung, haben eigentlich nicht das wiedergespiegelt, was die Bevölkerung eingefordert hat. Zum Beispiel wurden die indigenen Bevölkerung nicht genug berücksichtigt. Und der Zugang zu wichtigen, grundlegenden Elementen wurde nicht garantiert. Und es fehlte auch ein Mechanismus der demokratischen Partizipation. Seitdem und seit dieser Friedensvereinbarungen wird politisch
über dieses Plebiszit diskutiert. Dieses Plebiszit, diese Volksbefragung am 25. Oktober 2020. Und da wurden die Chilenen gefragt, ob sie für oder gegen eine neue Verfassung sind und wie diese Verfassung entstehen sollte. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, was seit März 2020 in Chile passiert ist, also seit der Pandemie. Denn die Pandemie hat der Regierung Piñeras den Rücken gestärkt, sozusagen. Denn bis dahin sind die Leute auf die Straße gegangen, haben nicht locker gelassen. Es wurden sehr viele Menschen festgenommen. Aber als dann die Pandemie kam, konnte die Regierung Piñeras durchatmen. Es hat sich natürlich dann die allgemeine Menschenbewegung zurückgezogen. Wir waren auch im Lockdown. Chile ist auch von der Pandemie stark betroffen gewesen in Lateinamerika. Wir waren eines der schlimmsten betroffenen Länder in Lateinamerika. Viele Menschen sind gestorben, auch aufgrund, wie schlecht die Regierung Piñeras diese Krise gemanagt hat und die Gesundheitsversorgung zur Verfügung gestellt hat. Gestern sprach man ja auch hier über die Nekropolitik, nämlich wie bestimmte Interessen der Regierung das Leben unserer Bevölkerung aufs Spiel gesetzt hat. Also wie gesagt, die Pandemie hat dann dazu geführt, dass die Regierung durchatmen konnte. Es gab zunächst einen Schnitt und dann wird dieses Verfassungsprogramm entwickelt. Die Politiker haben sich zurückgezogen und am 25. Oktober 2020, wie gesagt, gab es das Plebiszit. Und dieser Prozess vom Oktober 2020 hat bewiesen, dass 80% der chilenischen Bevölkerung und der Mestizen sich für eine neue Verfassung ausgesprochen hat. Das haben die Ergebnisse gezeigt. Aber sie möchten auch einen Mechanismus der konstitutionellen Veränderung. Das bedeutet, Entschuldigung, es wird gerade der Hinweis gegeben, dass nicht mehr viel Zeit ist und ja, ich mache weiter. Also wir sind für oder wir stimmen alle für eine konstitutionelle Veränderung und möchten, dass die 25 Personen, die an dieser Verfassungsänderung arbeiten werden, demokratisch gewählt werden. Das heißt, am diesem 25. Oktober wurde ein neuer Weg eingeschlagen. Und jetzt am 11. April 2021 sollen nicht nur diese 25 Personen gewählt werden, die die Verfassung entwickeln werden. Wir werden auch noch kommunale Wahlen im Land haben. Also es wird sich einiges verändern. Und trotz der Gesundheitssituation derzeit im Land, und es gibt auch eine Ausgangssperre ab 22 Uhr abends. Das ist ja auch in der Logik der Kontrolle der Regierung Piñeras, nämlich er hat ja die sanitäre Krise ausgerufen, ohne diese auch wirklich zu erklären. Aber das hat ermöglicht, dass Piñera weiterhin an der Macht ist. Er klammert an der Macht. Und jetzt gibt es immer noch soziale Bewegungen, aber mit weniger Auswirkungen als davor. Seit 2019 hat es doch etwas abgenommen, aber heutzutage gibt es eine interessante Auseinandersetzung, nämlich es gibt eine öffentliche Debatte zur Verfassung. Jeder hat verstanden, dass um diese Entrechtung zu überwinden, um dieses Modell der Akkumulation hinter uns zu lassen, wir eine neues juristische verfassungsgebende Rahmenordnung benötigen, um unsere Rechte, unsere sozialen Rechte wiederzuerlangen. Und es ist wichtig, die Mobilisierung nun aufrechtzuerhalten im ländlichen Bereich, im städtischen Bereich, um Druck auszuüben auf die Menschen, die diese Rechtsordnung nun schaffen sollen. Und dass es ganz wichtig ist, dass unsere sozialen Rechte im Vordergrund stehen und nicht verhandelt werden können. Vielen Dank. Dankeschön, Rodrigo. Ich denke, dass wir direkt weitergeben an Wolfgang. So. Vielen Dank, Thomas, und vielen Dank an Medico, dass ihr erstens diese Veranstaltung, diese wichtige Veranstaltung organisiert hat.
Was ist mit dem Echo jetzt? Hört ihr das auch, dieses Echo, oder ist es nur bei mir? Thomas, Anita, hört ihr das Echo auch? Es ist ein leichtes Echo, rede einfach weiter. Okay, alles klar. Gut, also der Dank an Medikhof erstens für diese Veranstaltung und dann, dass wir in untergeordneter Rolle auch als Mitveranstalter fungieren können. Also wir, das European Center for Constitutional and Human Rights, eine juristische Menschenrechtsorganisation. Und in dieser Rolle als unmaßgeblicher Mitveranstalter würde ich gerne ein Wort loswerden. Das ist nämlich unendlich traurig macht, dass wir bei diesen Themen und bei dieser Zusammensetzung, bei der Vielzahl von Interessierten nicht zusammenkommen können. Weil man sieht es ja auch an dem Chat, auch gerade an dem vorherigen Panel, es fehlt uns einfach der Resonanzraum, der Reflexionsraum des persönlichen Gespräches. Und was uns, finde ich, auch fehlt, ist die Kraft und die Dynamik, der von der Versammlung von realen Körpern ausgeht. Und ich finde es deswegen auch wichtig, weil wir haben viel davon gehört, dass gerade im Moment die Pandemie unter anderem, aber auch die vielen Krisen für einen Zerfall des Sozialen sorgt. Und das ist eben gefährlich für unsere Arbeit. Es ist gefährlich für einen Geist von Internationalismus und für einen Geist von globaler Solidarität, den es ja eigentlich erst zu entwickeln gilt. Also wir sind ja erst auf dem Wege dahin. Und dazu, und deswegen insistiere ich auch darauf, müssen wir auf realen Versammlungen, in Demonstrationen im öffentlichen Raum bestehen. Was, finde ich, bisher gut gelungen ist, die Debatte zur Welt. Ich würde gerne dann, und dafür ist ja auch dieser Panel vorgesehen, zur Frage kommen, wie sie zum Besseren zu verändern ist, wie sie für alle und überall bewohnbar gemacht werden kann. Und da sehe ich natürlich das Problem, und das zeigen für mich jetzt auch diese beiden Panels, dass wir einerseits natürlich viele Kämpfe und viel Widerstand allen Ordens gegen die Entrechtung, gegen autoritäre Tendenzen, gegen Ungleichheit haben, dass wir aber die auf irgendeine Weise verknüpfen müssen. Und interessanterweise, Thomas, du hast jetzt diese Kategorie der Menschenrechte eingeführt. Wenn ich mich richtig erinnere, war bisher in zweieinhalb Tagen der Konferenz so gut wie gar nicht von Menschenrechten die Rede. Und ich denke, dass es auch noch vielleicht mal an einer anderen Stelle reflektiert werden muss. Ich finde es spannend, dass du dieses Konzept der Revolution der Menschenrechte eingeführt hast. Ich würde gerne noch zusätzlich dieses Konzept der konkreten Utopie einführen, weil ich, ja, ich sag's mal, ein, zwei Probleme sehe mit dem Begriff Menschenrechtsrevolution. Das eine ist, dass, glaube ich, viele Menschen immer noch unter Revolution den bloßen Wechsel von Herrschaft verstehen. Und ich denke, es geht um den Abbau von Herrschaft, und zwar von aller Art von Herrschaftsverhältnissen. Und ich weiß nicht, ob Revolution das so erfasst. Und das andere ist, Aufstände und die vielen wichtigen Aufstände und Widerstand allenthalben macht noch keine Revolution. Und ich befürchte, dass wenn wir dieses Wort Revolution, wenn wir nur das Wort Revolution benutzen, schafft das eine Illusion, als wenn wir schon kurz davor wären. Und das andere ist natürlich, Revolution, das ist eine Abstraktion. Und was machen wir eigentlich mit diesem Begriff morgen, am Montagmorgen, wenn wir alle wieder an unsere Arbeit, unsere politische Arbeit, in unser Engagement zurückgehen? Wie du ja selber gesagt hast, gibt es jetzt ein neueres Verständnis auch von Menschenrechten. Und das finde ich wichtig zu rekapitulieren, weil es gilt, und da, so verstehe ich dich auch, Thomas, mit diesem Panel, weil es darum gilt, in der menschenrechtlichen Diskussion die juristische, die rechtliche und die politische Dimension zu verknüpfen. Und Rodrigos Beitrag war ja da auch gerade ein hervorragendes Beispiel dafür. Und da gilt es nochmal daran zu erinnern, dass die Deklaration, die Menschenrechtsdeklaration der Französischen Revolution 1789 und auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 eben nicht der Endpunkt von irgendwelchen Entwicklungen waren. Also das heißt, die haben nicht etwas besiegelt,
was schon erreicht war. Also da steht zwar, alle Menschen sind frei und gleich an Rechten geboren, aber in Wirklichkeit, das hast du mir auch erklärt, war es nicht so. Aber, und da kommt die Verknüpfung zwischen Recht und Politik, es ist einmal festgeschrieben worden, dass es so zu sein hat, dass eben alle Menschen gleich und frei an Rechten geboren sind. Und in der Tat, und du hast es ja nochmal gesagt, und ihr habt ja mit der Susan Buck-Morris, mit eurer Referenz auf Haitis hinreichend deutlich gemacht, die Haitianerinnen haben es wörtlich genommen. Ne? Und die haben etwas geschaffen, was als undenkbare Geschichte zu bezeichnen ist. Und das ist, glaube ich, woran wir jetzt zu arbeiten haben, auch andere undenkbare Geschichten zu ermöglichen. Das bedarf aber eines Engagements auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich finde, diese Ebenen sind gut verknüpft in dem Begriff von konkreter Utopie, weil eben da eine theoretische und eine praktische Dimension, eine pragmatische und eine reale, radikale Dimension miteinander verknüpft sind. Und warum eigentlich diese pragmatische und auch diese rechtliche Dimension ins Spiel kommt, hat diese Konferenz in fast jedem Panel irgendwie deutlich gemacht. Wenn ich wirklich nur von Anfang an mir anschaue, wir haben eine Gedenkminute an den verstorbenen libanesischen Aktivisten Lokman Slim gemacht, dessen Ermordung gilt es jetzt mit juristischen Mitteln unter Berufung auf Menschenrechte aufzuklären. In Haiti gilt es darum, diese Frage, die politische Forderung nach Reparation in juristische Formen zu gießen, diese unglaubliche Verantwortungslosigkeit von internationalen Organisationen, unter anderem der UN, gilt es aufzuheben und die UN zum Beispiel für die Cholera-Katastrophe haftbar zu machen. Es gilt im Fall von Moria, in dem Flüchtlingslager auf Lesbos und vielen weiteren Zusammenhängen mit Migration darum, das Recht auf Recht erstmal durchzusetzen, wobei man sagen muss, und das wurde ja auch ausgeführt, es gibt die Rechte, sie sind in verschiedenen Konventionen verankert, sie müssen aber mobilisiert werden. Selbst in Syrien, einer Revolution, die mit unglaublich brutaler Gewalt niedergeschlagen wurde, gibt es jetzt einzelne Prozesse. Koloniale Raubkunst kann auch in juristischen Prozessen ebenso zurückgefordert werden wie bestimmte Kolonialsituationen. Mit Berufung auf Menschenrechte nochmal zum Teil nach 40, 50 Jahren aufgearbeitet worden. Und für mich natürlich, und deswegen bin ich froh, mit Rodrigo auch hier auf einem Panel zu sitzen, die chilenische und die argentinische Menschenrechtsbewegung haben vorgemacht, wie man diese Akkumulation der Entrechtung, wie Rodrigo es gerade genannt hat, auch wieder rückgängig machen kann. Akkumulation der Entrechtung bis eben zum absoluten Tiefpunkt der Folter in den Lagern Pinochets und der argentinischen Militärdiktatur, wo nach und nach die Menschenrechtsbewegung wieder versucht hat, eben das Recht auf Menschenwürde wieder durchzusetzen, wo aber klar war, man bleibt nicht daran stehen. Und was ich jetzt eben wunderbar finde, sowohl in Chile, ist eben aus diesen Bewegungen heraus die Forderung nach einer neuen Verfassung entstanden, wo auch wieder klar ist, man wird Rechte dort reinschreiben, die noch nicht verwirklicht sind, die es im politischen Prozess zu verwirklichen gilt. Und in Argentinien, wo die Madres de Plaza de Mayo ja in unglaublich die Mütter der Verschwundenen jüngst auch nochmal ausgeführt hat, wir sind alle Feministinnen, wo sie die jüngere feministische Bewegung umarmt haben. Also wo also klar ist, dass diese verschiedenen Kämpfe miteinander verbunden werden, und zwar verschiedene Kämpfe, die zum Teil, und Thomas, du hast den Begriff der Krise eingeführt, also wann kommt das Recht ins Spiel? Kommt es nur, wann kommt die Menschenrechtsrevolution wie ins Spiel? Das müssen natürlich nicht nur Situationen der Krise sein, aber natürlich ist es klar, in Momenten wie Guantanamo oder dem Lager Moria auf Lesbos geht es erstmal wirklich nur um das absolut existenzielle Durchsetzung des Rechts auf Rechte. In Prozessen wie Syrien oder Argentinien oder Chile, wo massive systematische Folter
aufgearbeitet wird, ist man auch tendenziell in der Defensive. Aber es lässt sich eben aus dieser Defensive heraus, aus diesen Bewegungen, die vielleicht als Defensive auf Reaktion auf staatliche Gewalt entstanden sind, lässt sich eben auch in den offensiven Modus umschalten. Es ist klar, und das ist vielleicht ein Grund, warum das Thema Menschenrechte bisher keine so große Rolle gespielt hat. Wir haben ja vorhin in dem Panel auch von Achille Mbembe eben viel gehört über die Ambivalenz der liberalen Weltordnung, der universellen Rechte, wie sie vor allem vom Westen promotet werden. Also es gäbe viel zu den, Ambivalenzen der Menschenrechte zu sagen. Vor allem so, wie sie im herrschenden Diskurs verstanden werden. Und der Westen, die westlichen Regierungen, die USA, aber auch die europäischen Regierungen haben ja in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren alles dafür getan, um den Menschenrechtsdiskurs zu diskreditieren, weil sie ihn instrumentalisiert haben für ihre politischen Zwecke. Nun ist das aber nichts Neues, dass herrschende Formationen bestimmte Begriffe, politische Begriffe, bestimmte Diskurse instrumentalisieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Aber wir dürfen auch nicht, und das ist vielleicht, Thomas, das Wichtigste an dem Begriff dieser Menschenrechtsrevolution, wir dürfen nicht dieses statische Denken über Menschenrechte, das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Also Menschenrechte, wenn sie einmal fixiert sind in Deklarationen, in Gesetzen, das ist nicht statisch, sondern das ist etwas sehr Dynamisches. Es geht darum, dass diese Rechte sowohl im Gerichtssaal als außerhalb des Gerichtssaals, auf Versammlungen, auf den Straßen, mithilfe von Bewegungen in einem politischen Prozess, in einem politisch, manchmal mehr juristisch-politisch, manchmal nur politisch eingefordert werden. Und Achille Mbembe hat vorhin auch noch was sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, wir müssen es schaffen, dass universelle Normen mit lokalen Praktiken verknüpft werden. Und bei den Menschenrechten haben wir das in den letzten 20 Jahren auf eine unglaubliche Weise wahrnehmen können, die noch gar nicht genügend reflektiert wurde. Dass nämlich unterschiedliche Akteure aus dem globalen Süden, Menschenrechtsbewegungen, sich den Menschenrechtsdiskurs angeeignet und für ihre Verhältnisse fruchtbar gemacht haben. Und da liegt ein unglaubliches Potenzial. Es liegt im Übrigen auch ein Potenzial darin, diese Kämpfe miteinander zu verbinden. Also die Kämpfe im, Rodrigo redet über die Privatisierung von Wasser, über die Privatisierung von anderem Gemeineigentum, maßgebliche Akteure sind natürlich transnationale Unternehmen, ist die Organisation der Weltwirtschaft ein Thema, an dem man gemeinsam von Chile, von Argentinien aus, aber auch von Deutschland und von Europa aus arbeiten muss. Meine Kollegin Miriam Sage-Maas wird danach auch nochmal im Schlusspanel darauf eingehen. Und wenn man diese Kämpfe gemeinsam führt, dann kommt man auch ins Gespräch, in das notwendige Gespräch darüber, wie man von unterschiedlichen Ausgangspositionen heraus gemeinsam agieren kann. Weil es ist klar, die Privilegien von unserer Seite aus, die bestehen, die kriegen wir nicht irgendwie durch Absichtserklärungen. Ich sehe gerade im Chat, wer klopft denn immer auf den Tisch? Ja, das bin ich, Entschuldigung. Also man kriegt sozusagen das Faktum, dass die Privilegien bestehen, dass unterschiedliche Zugänge zu Ressourcen bestehen, die kriegt man nicht durch Absichtserklärungen aus dem Tisch. Die kriegt man aber auch nicht einfach wegdiskutiert, sondern dafür ist es notwendig, sich in die Praxis zu begeben, in gemeinsame Kämpfe zu begeben, diese unterschiedlichen Ausgangspositionen, auch die Frage von Privilegien zu thematisieren und immer wieder neu zu verhandeln. Und in diese Verhandlung, und da würde ich persönlich eben den Menschenrechtsdiskurs gerne noch aufladen in einer Weise, wie das zum Teil jedenfalls schon passiert ist. Also es ist klar, in den Menschenrechtsdiskurs muss ein viel expliziterer Kurs um Dekolonialisierung rein. Die Klimafrage, die ganze ökologische Frage muss menschenrechtlich aufgearbeitet werden. Im Übrigen muss aber auch die Klimabewegung
sich menschenrechtlichen Themen zu wenden, weil es geht eben nicht nur um die Natur und es geht auch nicht nur um die Menschen, die hier leben, sondern es geht um viele Menschen, denen es ganz dreckig gehen wird, wenn diese klimatischen Veränderungen weiter so gehen. Und natürlich, und das ist oft schon gesagt worden und zu Recht gesagt worden, das Ganze muss natürlich auch feministisch durchgebürstet werden. Und dabei darf natürlich die soziale Frage nicht vergessen werden und vor allem das Thema der endemischen Ungleichheit, die durch die Pandemie noch zugenommen hat. Das wäre es erstmal von meiner Seite aus. Vielen Dank. Super, sehr schön. Ich glaube, wir tun recht dran, dass wir gar nicht untereinander reden hier, weil wir alle drei, Rodrigo, Wolfgang und ich, glaube ich, in dieselbe Kerbe gehauen haben. Deswegen würde ich Anita bitten, gleich aus dem Chat Fragen rauszufischen. Hallo Anita. Hallo an euch nach Frankfurt und nach Chile und Berlin. Vielen Dank erstmal für eure drei wichtigen Inputs, die sich ja auch schon aufeinander bezogen haben. Und angesichts der Zeit halte ich das mit den Fragen auch recht kurz. Es gab Detailfragen zu Rodrigo, die noch mal mehr gefragt haben, wie eigentlich gerade der Prozess um die verfassungsgebende Versammlung in Chile eigentlich wirklich dieses neoliberale Regierungssystem ablösen kann. Es wurde auch noch mal an Wolfgang gefragt, was es eigentlich für Praxen von kolonialismuskritischer Menschenrechtsarbeit gibt bei dem ECCAR. Seid ihr da in einem Prozess? Wie kann das aussehen? Aber das sind vielleicht Fragen, die ihr auch im Nachhinein noch mal an die Teilnehmerinnen beantworten könnt. Ich glaube, die Frage, die auch immer wieder kam und die uns in diesem Panel eher bewegt, ist doch noch mal eure Beiträge zusammenzubringen und zusammenzudenken und zu fragen, wie verhalten sich denn eigentlich die Kämpfe der Menschenrechtsaktivisten, die das aus einer juristischen Perspektive, aus einem juristischen Kampf machen, die Kämpfe der sozialen Bewegungen um Menschenrechte und eben das Menschenrecht als Recht zueinander. Wie stehen sie in Beziehung zueinander? Funktioniert das eine überhaupt ohne das andere? Es ist ja sehr dynamisch. Wolfgang hat das auch schon angesprochen, die Verknüpfung der juristischen, rechtlichen und politischen Menschenrechtsrevolution. Genau, es wäre super, wenn ihr dazu in euren Abschlussstatements nochmal final was sagen könntet. Vielen Dank. Wolfgang nochmal sprechen, dann Rodrigo und danach ich. Umgekehrt, wie wir angefangen haben. Gut. Die Kämpfe der sozialen Bewegung, Menschenrechte, wie steht das irgendwie zueinander in Beziehung? Dieses Verhältnis ist immer wieder neu zu bestimmen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, in solchen Konferenzen und auch weit darüber hinaus über die Grundlage immer wieder zu verständigen. Also einerseits, wohin soll dieser revolutionäre Prozess, wie ihn Thomas benennt, wohin soll das führen, wohin kann das führen, ohne dass man sozusagen so ein fertig ausgemaltes Bild irgendwie hat. Oder eben für mich, also wie ich den Begriff konkrete Utopie habe, wie könnte diese Utopie aussehen? Das ist das eine, dass man sich sozusagen abstrakt und allgemein darüber verständigt. Und das andere ist, es führt kein Weg dran vorbei. Menschenrechtsarbeit und juristische Menschenrechtsarbeit muss politisch sein. Politische Arbeit basiert auf einer sorgfältigen politischen Analyse der jeweiligen Herrschaftsverhältnisse. Und das Verhältnis von dem Konkreten zum Utopischen, das Verhältnis vom Pragmatischen zum Radikalen muss immer wieder neu bestimmt werden. Das heißt, manchmal reden wir mehr juristisch daher, wenn wir vor Gerichten etwas erreichen wollen. Manchmal versuchen wir mehr politisch auch vorwärts treiben zu agieren, wie zum Beispiel bei dieser ganzen Frage, zum Beispiel koloniale Entschädigungen, wie wir das jetzt bei dem Herero und Nama Fall deutsche Kolonie in Namibia haben. Das Ganze, und danke Anita, dass du das so deutlich gesagt hast, dazu ist sehr viel mehr zu sagen. Man kann es auf unserer Webseite ECCR.eu nachlesen. Wir müssen uns vielleicht auch nochmal mit den Veranstalterinnen und mit eurem Team verständigen, wie man bestimmte Fragen vielleicht auch im Nachhinein nochmal diskutiert. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Fehlt mir im Moment spontan das Verhältnis. Aber die Beteiligung und auch die Beteiligung im Chat rechtfertigt ja vielleicht, dass man bestimmte Diskussionen auch im Nachhinein nochmal fortführt. Danke.
Rodrigo? Ja, wir befinden uns natürlich in einer ganz spezifischen, konkreten Situation in diesem Kampf für die Menschenrechte. Und wir sprechen hier von Umweltmenschenrechten schon sehr lange. Und wenn ich von Umweltmenschenrechten spreche oder ökologischen Menschenrechten, dann spreche ich von dem Recht darauf, in einer verschmutzungsfreien Umgebung mit sauberem Wasser und sauberer Luft und sauberem Boden zu leben. Im Chat habe ich auch viele Fragen gesehen. Und wenn jetzt es um den Kampf um die neue Verfassung geht, der jetzt in Chile losgeht, am 11. April werden ja dann die Mitglieder der verfassunggebenden Organe gewählt. Das ist ein politischer Kampf, kein technisch-juristischer Kampf. Und in diesem politischen Kampf, der aktuell abläuft, da wird über die Themen gesprochen, die bei der Erarbeitung einer neuen Verfassung zum Tragen kommen sollen. Da ist beispielsweise die Frage um das Wasser eine zentrale Frage. Am 18. Juli 2010 haben ja die Vereinten Nationen ein Recht auf sauberes Wasser, auf Trinkwasser, auf Sanitäreinrichtungen verankert. Und in Chile ist es leider so, dass der ganze Bereich des Wassers komplett privatisiert ist und dass Menschen davon ausgeschlossen werden. Und das klarste Beispiel auf der Welt hat leider möglicherweise Chile geliefert, was man nämlich nicht mit dem Wasser machen soll. Das gesamte Wassermanagement liegt in privater Hand. Und die EU und vor allen Dingen da auch bestimmte französische Organisationen oder japanische Organisationen, SUEZ zum Beispiel, die legen hier genau den Finger in die Wunde. In Chile zahlen wir die höchsten Wassergebühren, Trinkwassergebühren. Agua Andina, das ist das größte Abwasserunternehmen bzw. Wasserversorgungsunternehmen, was ganz Santiago versorgt, gehört zur Gruppe, zum Konzern SUEZ. Oder auch ihr Europäer, ich weiß, dass sehr viel Avocado gegessen wird in Europa. Und unter anderem kommen diese Avocados aus Chile. Das ist eine tropische Frucht, die in Chile unter sehr komplizierten Umständen gezüchtet wird und angebaut wird. Denn Avocado-Bäume brauchen unglaublich viel Wasser und das Wasser fehlt dann den Bürgern in manchen Gemeinden und Regionen. Also die EU führt viel Avocados aus Chile ein. Und gleichzeitig sind viele europäische Unternehmen auch Eigentümer der Wasserversorgung in Chile. Ja? Das heißt, dieser Kampf muss letztlich ein globaler Kampf sein. Und das auch ganz klar, mit ganz klarer Kante. Denn der Rest ist wiederum Demagogie. Die Menschenrechte in Chile müssen vorankommen. Das kann man natürlich wunderbar öffentlich sagen. Aber gleichzeitig importieren wir unheimlich viel Avocados, die für die unheimlich viel Wasser verschwendet wird. Und wiederum gehören uns die Wasserunternehmen, also den europäischen Konzernen gehören die Wasserversorger in Chile. Das ist letztlich Heuchelei. Von daher muss klar sein, dass die ökologischen Menschenrechte in Lateinamerika und in Chile bessere Geltung bekommen müssen. Wer die ökologischen Menschenrechte in Chile verteidigt, der läuft Gefahr, ermordet zu werden. Dafür gibt es etliche Beispiele. Beispielsweise eine Aktivistin, die 2016 ermordet wurde, weil sie sich zum einen für die indigene Bevölkerung, aber zum anderen auch für eine Veränderung der Wasserversorgung eingesetzt hat. Und somit müssen die Anstrengungen schon global ablaufen und die Proteste und diese Arbeit. Und man muss auch analysieren und hinschauen, was hat das alles miteinander zu tun, wie hängt das miteinander zusammen? Ein revolutionärer Prozess muss zu einem radikalen und tatsächlichen Wandel der Verhältnisse führen. Und die Verhältnisse sind in Lateinamerika so schlimm, dass dieser Kampf wirklich dringend ist. Danke.
Okay, dann schließe ich mich jetzt mit quasi einem Schlusswort an, bevor Anne Jung und Thomas Gebauer hier das Wort übernehmen. Ich beziehe mich noch einmal zurück auf das Forum zuvor und in dem Said in Bezug auf die syrische Revolution ausdrücklich zurückgewiesen hat, dass diese Revolution zu Ende sei. Er hat gesagt, solange die Revolutionäre selbst resilient zu ihrem eigenen Prozess stehen, ist die Revolution nicht zu Ende. Was mit der Revolution tatsächlich geschehen worden ist, sie ist unterbrochen worden. Und dieses Schicksal hat den revolutionären Prozess selbst immer wieder heimgesucht. Wie kommt jetzt in diesem Spiel von Permanenz der Revolution und Unterbrechung des revolutionären Prozesses, genau an dieser Stelle kommen die Rechte ins Spiel. Und zwar im Vorgriff wie im Rückgriff. Wolfgang hat gesagt, dass es für uns heute eine Selbstverständlichkeit ist, zumindest in den Worten, die wir uns gegenseitig zusprechen, dass wir alle frei und gleich am Recht sind, uns selbst frei zu bestimmen. Diese Selbstverständlichkeit gibt es, weil es die französische, weil es die amerikanische und weil es die haitianische Revolution gegeben hat, in der dies zu einem Recht erklärt worden ist, öffentlich. Dann sind die amerikanische, die französische, die haitianische Revolution unterbrochen worden. Wir kennen diese Geschichte. Dann aber kam es zur Oktoberrevolution. Die Oktoberrevolution ihrerseits ist unterbrochen worden. Wir wissen das durch den Einmarsch der Weißen Armeen und durch den Stalinismus. Wir haben aber heute auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, die wir nicht gehabt hätten ohne die Oktoberrevolution. Wir haben sie, weil die Oktoberrevolution da war und weil die Oktoberrevolution sich letzten Endes über ihre Unterbrechung hinweg in den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Rechten, die wir alle miteinander teilen, ausgesprochen hat und erhalten hat. Und Rodrigo hat immer wieder darauf hingewiesen, wie zentral in Chile der Kampf um das Recht auf Wasser ist. Das Recht auf Wasser ist eines der kollektiven Menschenrechte, auf die wir uns jetzt berufen können und die es gibt, weil es die antikolonialen Revolutionen gegeben hat, die ihrerseits ebenfalls wieder immer wieder unterbrochen worden sind. Und in der Unterbrechung spricht aber das niedergelegte Recht. Und wenn dann der neue Kampf aufbricht, und da ist mir ganz wichtig, was Rodrigo gesagt hat, indem er darauf insistiert hat, die chilenischen Massenbewegungen der letzten 2, 3 Jahre sind nicht spontan gewesen. Sie haben wieder angeknüpft an die Kämpfe, die in den 70er Jahren zur Wahl Allende geführt haben. Und es ist kein Zufall, dass sie über ihre Unterbrechung hinweg zwischenzeitlich ihren Fokus jetzt auf der Installierung des Rechtes auf Wasser haben. Und ich glaube, das ist die Dynamik und das ist die Dialektik, in der die Revolution permanenter Prozess ist und in der sie immer wieder auf die konkreten Utopien zurückgreift, die im Menschenrecht niedergelegt sind und in der Vielzahl der Menschenrechte. Damit bin ich am Ende und wir gehen Stante Peter über. Es kommt jetzt Anne und führt Thomas ein.